Woche 11. Seelenverankerung. Ausruhen tun wir, wenn wir erschöpft sind. Wir erhalten dann das Signal, dass wir schlafen sollen. Wenn man erwacht, funktioniert man weiter im alten Strudel und in der gewohnten Aktivität. Denn man spürt ja erneute Energie in sich. Wenn die heilige Tradition von Innehalten spricht, meinen sie nicht das kurzfristige Auftanken, um sich mit erfrischender Wucht wieder dem Alten zuzuwenden und sich wieder mit viel Lebensenergie ins Horizontale ausfließen zu lassen. Innehalten ist ein Ausruhen im Wachzustand, der Friede, das zu sein, was man unterhalb aller Schichten wirklich ist. Wenn Leben als Überleben verstanden wird, deutet dies darauf hin, dass man sich bereits in einem falschen Selbstgefühl mit einem, das vergehen kann, identifiziert. Seine Hauptaufgabe wird dementsprechend zu einem riesigen Verteidigungsaufwand, da ja alles in der äußeren Welt potenzielle Bedrohung sein könnte. Hat man sich schon einmal gefragt, dass ein Leben, welches sich in der Verteidigung befindet, am wahren Leben vorbeizieht? Dass es ein künstliches Leben ist, welches sich neben die natürlichen Gegebenheiten gestellt hat? An einem See spiegeln sich die Bäume des Ufers in der glatten Oberfläche des Sees. Wenn nun ein Windhauch kommt, bewegt sich das Wasser und es scheint so, als würden sich die Bäume bewegen. Unsere wirkliche Identität bleibt unbeweglich. Der Wind der Zeit, die Kraft der Vergänglichkeit, schafft Bewegungen, die wir fälschlicherweise für unsere eigenen halten. Ich werde älter, ich sterbe, ich bin verliebt, ich leide. Ich bin eigentlich dieser Shakshi, dieser unberührte Zeuge. Wenn unsere Sonne in etwa 7 Milliarden Jahren erlischt, die Erde verbrannt ist und alle darauf erlebten Geschichten unbedeutend wurden, bleibt dieser unberührte Zeuge noch immer der gleiche. Jemand, der erkennt, dass alle Geschehnisse innerhalb der drei Gunas keinen Berührungspunkt mit der Seele haben, ermöglicht der Seele einen Standpunkt als Beobachter vom Wechselspiel der Gunas einzunehmen. Dies ist der Zustand der Befreiung von der materiellen Welt. Bindungslos lebt man dann inmitten der materiellen Welt. Bhagavatam 6.12.15. Der Status als Beobachter bedarf der Erkenntnis der Unberührtheit als Seele. Die tiefsten Traumata vermögen der Seele keinerlei Kratzer zu verschaffen. In uns drin existiert ein Raum der Unverfügbarkeit für alle Dinge der Welt. Darin erst geschieht die Meditation. In der vollständigen Schwäche, wenn die körperliche Maschine keinerlei Kraft mehr aufzuweisen vermag, braucht man nicht möglichst schnell wieder die alte Funktionalität herstellen. Wenn sich diese alte Gewohnheit einer solchen Bemühung aufzulösen beginnt und man nicht mehr glaubt, einfach nur in der alten Struktur wieder funktionieren zu müssen, darf durch die Gnade ein gravierender Umbau geschehen. Schwächung des körperlichen Organismus
ist nicht eine zu bekämpfende Krankheit, denn das Selbstgefühl hat von falscher Stärke gelebt. Der Geist spinnt manchmal apokalyptische Visionen, wie die Wahnvorstellung unterzugehen, nichts mehr auf die Reihe zu bekommen und hilflos zuschauen zu müssen, wie alles in sich zusammenfällt. Diese künstlich aufgebaute Szenerie führt nur weg von dem Fall in die Schwächung der alten Struktur, der in die Seele hineinführen würde. Wenn alles aufgelöst ist, wenn kein Stein mehr auf dem anderen steht, wenn alles wegstarb, woran man hing, dann ist da nicht Leere und Öde, sondern durchströmende Liebe. Sie ist kein Gefühl, sondern die innerste Substanz der Schöpfung. Im radikalen Fallenlassen von sich selbst, durch alles vermeintliche Festhalten hindurch, wird diese Substanz, die uns ausmacht, erahnbar. Tiefer als alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist das unberührte Selbst. Viel näher als uns alle Gedanken und Gefühle sind und viel näher als alle durchlebten Erfahrungen ist die Seele in ihrer Sehnsucht nach Wirklichkeit, nach der Beziehung zu Radha Krishna. Selbst die schrecklichsten Erfahrungen, die wir durchgemacht hatten, berührten die Seele nie. In der Gewahrwerdung dessen verlieren die Erlebnisgeschichten ihren Einfluss und ihre Prägung. Karakibe Prabhu Tumi Karile Samhara. Wer in der gesamten Welt wäre fähig, mich zu beschützen, wenn du, mein Herr, mich töten oder mir alles wegnehmen möchtest? Chaitanya Bhagavat 2.16.79. Hier lernt die Seele, sich nicht mehr selber auf das Geschehen zu beziehen, sondern sie schaut nur noch verliebt auf ihren Herrn, dem sie bedingungslos vertraut. Es geht ausschließlich um diese Liebe und das Ereignis darum herum wird gänzlich peripher. Wenn die Aufmerksamkeit auf Krishna bezogen ist, zerrinnt die bisherige Bedeutung von Verlieren oder Gewinnen. Die Beziehung zu ihm hat die Relativierung von Ereignissen zur Folge, denen man zuvor viel Gewichtung schenkte. Wenn die Wahrnehmung auf das Unbedingte, auf Radha Krishna gerichtet ist, erhält das Fließen der Zeit die Aneinanderreihung von Erlebnissen peripheren Charakter. Aus diesem substanziellen Sein heraus ergibt sich auch ein Handeln, aber dieses orientiert sich nicht mehr am Parameter von Erfolg und Nichterfolg, sondern reflektiert nur die erfahrene Liebe Gottes. Die Fülle des Seins, die Gottesliebe, kann die Tat grundsätzlich auch entbehren. Die Handlung hat in dieser Liebe jeglichen Selbstzweck verloren.